Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Unfalles auf der A5, der sich am Montagabend gegen 20.50 Uhr ereignete. Ein Bild der Verwüstung zeigt sich den eingesetzten Kräften. Der 45-jährige Fahrer eines ungarischen Sattelzugs fuhr auf der A5 in Richtung Karlsruhe, als er einen Reifenplatzer erlitt. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem vorausfahrenden 55-jährigen Citroën-Fahrer. Diesen PKW schob er zunächst einige Meter vor sich her, danach durchbrachen beide Fahrzeuge die Mittelleitplanke und gerieten auf die Gegenfahrbahn. In die Unfallstelle fuhr ein Mercedes Sprinter eines 41-Jährigen, der auf der A5 in nördliche Richtung unterwegs war. Also ich habe es gesehen, der LKW einmal kippte um und der Bus fahrte in rein. Und ich gehe von dem Wagen raus, ich gucke ihn an, der LKW-Fahrer ist alleine rausgekommen. Das ist schrecklich, ne? Ich habe gedacht, da ist jemand drin, aber ist schon rausgekommen. Also das war jetzt Sekunde. Wenn ich da ein bisschen schneller gefahren, bin ich halt auch getroffen. Ein weiterer LKW-Fahrer konnte vorher noch nach rechts ausweichen und kam in dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Allen Beteiligten gelang es, vor dem Eintreffen der Rettungskräfte sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen zu befreien und wurden, wie durch ein Wunder, nur leicht verletzt. LKW hat sofort Feuer gefangen. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort mit der Brandbekämpfung und glücklicherweise war der Fahrer nicht mehr im Fahrzeug. Also nach dem momentanen Standpunkt hat der LKW hier Motoren und Getriebe geladen und da kann man wirklich von Glück sprechen, dass hier nicht mehr passiert ist. Zurzeit sind hier 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 11 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und 8 Polizeibeamte hier im Einsatz, um die Unfallstelle hier so weit wieder auf Vordermann zu bringen. Während der Verkehrsunfallaufnahme staute sich der Verkehr in beiden Richtungen auf eine Länge von 5 Kilometer. Wegen der Bergung der Fahrzeuge musste der linke und der mittlere Fahrstreifen der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe und die Fahrbahn in Richtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Erst gegen 5.40 Uhr konnten zwei Fahrspuren in Richtung Norden wieder freigegeben werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro.